Hallo, ich bin Buki, ich bin Designerin aus Berlin und zeige euch heute, wie ihr am besten Jersey verarbeiten könnt. Und das anhand eines Beispiels von einem Sweater. Den findet ihr auch online auf unserer Seite. Da gibt es einmal den Basic Sweater, den werde ich auch mit euch fertigen. Und es gibt aber auch verschiedene Variationen, die ihr euch runterladen könnt, wie zum Beispiel mit einer Ärmelvariante oder auch mit Kapuze. Ich habe jetzt schon mal den Jersey-Stoff vorbereitet. Das ist der Oberstoff für die Vorder-, Rückteile und Ärmel. Und dann gibt es noch einen Part für die Belege. Das lege ich aber erstmal zur Seite. Wichtig ist beim Zuschneiden, dass auf jeden Fall der Stoff glatt ist. Es kommt darauf an, ob ihr ihn auf Rolle oder ein Stück kauft. Deswegen am besten am Anfang nochmal glatt bügeln. Und dann könnt ihr im Bruch zuschneiden. Das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Dazu faltet ihr den Stoff entlang der langen Seite, das ist die Webkante, in der Mitte. Das heißt, ihr legt die äußeren Kanten aufeinander und dann habt ihr auf der Seite hier eine Falte und das nennt man Bruch. Legt es euch alles glatt und dann könnt ihr die Schnittteile auf dem Stoff platzieren. Am besten ist natürlich versuchen, so stoffsparend wie möglich zu platzieren. Deswegen habe ich jetzt hier zum Beispiel das Vorderteil ein bisschen nach unten verschoben, damit der Ärmel noch auf die Seite passt. Weil, wenn wir einen Bruch zuschneiden, dann haben wir, wie zum Beispiel beim Vorderteil, da ist hier vorne die vordere Mitte. Das heißt, es ist das halbe Vorderteil. Aber da es ja gelegt ist, haben wir dann nach dem Zuschnitt die andere Seite auch. Und der Ärmel wird zweimal zugeschnitten, deswegen kann der dann auch an die Kante gelegt werden. Und dann ist es wichtig, im Fadenlauf zuzuschneiden. Der Fadenlauf ist bei Jersey immer entlang der langen Webkante. Und am Schnittteil könnt ihr euch orientieren an der vorderen Mitte, an der hinteren Mitte und beim Ärmel orthogonal hier zur Saumlinie. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten zuzuschneiden. Entweder ihr steckt euch die Schnittteile fest, dass sie nicht verrutschen. Wichtig ist wirklich, durch alle Stofflagen durchzustecken. Und dann könnt ihr mit der Schere ausschneiden. Und die andere Variante für Fortgeschrittene ist, mit Gewichten zu arbeiten. Da legt ihr, wie gesagt, das Schnittteil flach auf den Stoff, platziert Gewichte, am besten immer an den Kanten. Und dann nehmt ihr eine Kreide oder ich habe hier den Aquatrick-Marker und zeichnet euch, umrandet letztendlich die äußere Linie von eurem Schnitt. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr die Gewichte runternehmen und das Schnittteil runterlegen. Dann seht ihr, ist das Schnittteil aufgezeichnet. Dann wieder Gewichte platzieren, diesmal ein bisschen weiter innen, damit es beim Zuschneiden nicht behindert. Und dann könnt ihr zuschneiden. Und die Schnittteile sind schon inklusive Nahtzugabe, das heißt, ihr könnt wirklich entlang der Linie schneiden. Und wichtig beim Zuschneiden ist auch immer, dass die Schere flach auf dem Tisch liegt und nicht abgehoben, weil sonst sich die Stoffe sich verschieben. Und so fahrt ihr mit allen Schnittteilen fort. Wenn ihr es mit Stecken gemacht habt, dann macht ihr die Nadel wieder ab. Und hier seht ihr noch den Bruch und dann hat man das große Schnittteil. Und das gleiche macht ihr mit den Belegen. Da ist meistens, wenn ihr Bündchenstoff kauft, der ist meistens schon so
im Kreis, also rund zugeschnitten. Und da legt ihr dann auch die Schnittteile, hier ist auch immer markiert, Stoffbruch an der Stoffbruchkante an. Und hier, weil die Schnittteile rechteckig sind, könnt ihr die wirklich ganz eng aneinander und spart somit auch wieder mehr Stoff. Also ich persönlich bevorzuge den Zuschnitt mit dem Marker, in dem Fall hier mit dem Aquatrick-Marker. Die Markierung könnt ihr danach entfernen mit diesem Stift, da ist Wasser drin, und dann einfach hier drauf drücken und dann verschwindet sie. Und ihr habt das perfekte Schnittteil ohne Markierungen. Um den Sweater zusammenzunähen, eignet sich am besten eine Overlock-Maschine, wie ich hier habe. Eine Overlock-Maschine ist eine Maschine, die mit 4 Fäden funktioniert und einen elastischen Stich macht. Und das unterstützt eben die Elastizität vom Material, dass es bei Belastungen, sei es wenn man irgendwie den Halsausschnitt über den Kopf anzieht oder die Bündchen, dass es nicht aufreißt, sondern wirklich sich sehr gut an den Körper anschmiegt, aber dann auch wieder in den engeren Zustand zurückgeht. Das sehen wir dann später, wenn der Sweater fertig ist. Wenn ihr eine Overlock habt, dann ist es, natürlich müsst ihr, ne, eure Farben anpassen und auswechseln. Da ist es am einfachsten, wenn ihr einmal das Garn austauscht und einfach oben abschneidet und einen Knoten macht. Und dann könnt ihr nämlich den Faden einfach durchziehen und müsst nicht komplett diese ganze Prozedur mit dem Einfädeln machen. Wobei das bei den neuen Overlock auch ganz gut ist, weil da nämlich die Farben markiert sind, wie man am besten weichen Faden durch weiche Ösen zieht, weil es ja 4 verschiedene Wege gibt für die 4 verschiedenen Fäden. Genau, und für den Sweater fange ich jetzt mal mit den Bündchen an. Da lege ich die Schnittteile erstmal rechts auf rechts. Ich schließe erstmal die Seitennaht. Am besten mit Nadeln stecken. Und gerade weil Jersey so elastisch ist, ist es auch wichtig, wirklich so die Kanten gut aufeinander zu stecken, dass es nicht verrutscht. Genau, und dann zum Nähen einmal den Fußhebel nach oben und dann, was auch zu beachten ist bei Overlock-Maschinen, die haben ein sogenanntes Messer, was Stoff abschneidet, was über die Kante geht. Das heißt, wenn wir hier perfekt zugeschnittene Schnittteile haben, dann ist es wirklich wichtig, dass die Stoffkante, die rechte Stoffkante, entlang der linken Kante vom Messer läuft, weil sonst machen wir das Schnittteil enger und schneiden zu viel weg. Und dann einfach genau den Stoff bis kurz vor die Nadel ansetzen. Und dann ist es wichtig, weil wir hier eben ein Messer haben, dass wir dann immer rechtzeitig die gesteckten Nadeln rausziehen beim Nähen. Und dann könnt ihr starten. Lasst am besten am Ende immer ein Stückchen übrig, weil ich euch später zeige, wie man die Enden vernäht. Wenn Overlock für euch neu ist, dann versucht wirklich langsam zu nähen, damit ihr nicht verrutscht. So, die Bündchen sind fertig vorbereitet. Dann fangen wir mit dem Vorderteil und dem Rückteil an. Da auch wieder die rechten Stoffseiten aneinander. Und wir schließen zuerst oben die Schulternähte. Dazu auch wieder die Kanten aufeinander stecken.
Und jetzt ist es so, dass hier vorne bei dem Vorderteil eine kleine Ecke absteht. Aber ihr werdet sehen, nach dem Nähen wird es sich angleichen, weil hier die Schulternähte aufeinandertreffen. Und durch die Nahtzugabe, die dann wegfällt, dann wird es perfekt sitzen. Also dann ist diese Ecke auch weg. Ich habe jetzt die eine Seite mit der Overlock genäht, aber es gibt auch die Möglichkeit, falls ihr keine Overlock-Maschine habt, dass ihr natürlich mit eurer Haushaltsmaschine auch Jersey verarbeiten könnt. Und da ist der gängige Stich, den man bei einer ganz klassischen Haushaltsmaschine verwendet, ist Zickzack. Und manche Maschinen haben dann auch spezielle Overlock-Stiche, aber ich zeige euch einfach mal, wie es mit Zickzack geht, weil es super simpel ist und jeder auch zu Hause ausführen kann. Dazu schließe ich auch wieder die Schulternähte. Genau, und dann an eurer Maschine am besten einen kleinen Zickzackstich auswählen, damit er nicht zu groß ist und die Naht nicht zu grobmaschig wird, weil wenn man am Ende das Teil auseinanderbügelt, dass trotzdem eine richtige Naht entsteht. Und dann die Schulter mit Zickzack schließen. Und wichtig ist auch hier, dass ihr die Stoffkante an der inneren Kante von der Zickzacknaht habt, dass es letztendlich nicht 1 Zentimeter von der Kante näht, weil ihr sonst ein bisschen zu viel Nahtzugabe wegnimmt, sondern wirklich, dass ihr an der Kante näht, so ähnlich wie bei der Overlock. Und die Naht zieht dann sehr ähnlich wie eine Overlock-Naht. Ne? Hier am Rand zickzack, und wenn ihr es auseinandernehmt, dann ist es auch einfach eine schöne Schulter. Und hier bügeln wir auch wieder auseinander. Wenn ihr keine Coverlock habt, was ich jetzt auch nicht hier habe, dann gibt es was ganz Tolles, und zwar gibt es eine Doppelnadel. Ich habe eine Stretch-Doppelnadel. Die könnt ihr nämlich eintauschen. Und zwar ist es ein Modul, was unten 2 Nadeln hat, aber oben einen Kolben wie bei einer Nadel. Das heißt, ihr wechselt einmal eure Nadeln, ihr macht die einfache Nadel raus und macht dann die Doppelnadel in die Vorrichtung rein und habt so die Möglichkeit, eine doppelte Naht zu erzeugen. Zusätzlich braucht man natürlich dann auch ein zweites Garn, eine zweite Rolle. Und an der Maschine gibt es eine Vorrichtung für eine zweite Rolle. Wenn ihr keine habt, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch neben die Maschine eine Tasse stellt und das Garn reinlegt und dann einfach das Garn, wie als würdet ihr einen einfachen Faden einfädeln, 2-mal die ganze Prozedur mit dem Einfädeln machen und unten wieder trennen und dann einmal eben das eine Garn in die linke Nadel rein und das zweite Garn in die rechte Nadel. Dann ist es noch wichtig zu beachten, dass ihr einen Nähfuß an der Maschine habt, mit dem Zickzacknähen möglich ist, weil eben die Naht breiter ist. Ne? Sonst hat man ja eine Nadel, wo man mittig näht, aber jetzt haben wir 2, das heißt, der Nähfuß muss Platz haben für 2 Nadeln. Und dann ist auch auf jeden Fall noch wichtig zu beachten, dass ihr die Maschine auf langsam stellt und auf gerade Stich und die Stichbreite auf 3,5 ungefähr. Und dann kann es losgehen. Genau, hier ist auch wieder wichtig, dass ihr, weil wir jetzt ne, über die Nahtzugabe drüber nähen, das schön gebügelte schön glatt legt und dann so anlegt, dass in dem Fall jetzt meine Naht so 1 Millimeter rechts von der rechten Nadel ist. Wenn es die andere Seite wäre, wäre es genau umgekehrt.
Und dann könnt ihr einfach drüber nehmen. Und dann habt ihr eine Doppelnaht und das Schöne ist, auf der anderen Seite näht sie zickzack und dadurch legt sich das ganze Bekleidungsstück ganz glatt. Wenn ihr die Schulternähte geschlossen habt, dann kommen die Ärmel in die Armkugel und dafür ist immer noch mal wichtig, mit dem Schnittteil zu prüfen, wo vorne und hinten ist beim Ärmel, nicht, dass ihr die Ärmelseiten vertauscht. Links ist immer der Vorderärmel und rechts der Hinterärmel. Das heißt, ich würde einmal das Schnittteil auflegen. Und dann wisst ihr, das ist vorne, das ist hinten. Und dann müsst ihr an eurem vorderen Rückteil nochmal schauen, was wo ist. Hier ist jetzt bei mir vorne, da hinten. Und da das rechts auf rechts gelegt wird, wird es einmal dann so gedreht. Und dann festgesteckt und danach eingenäht. Und hier wird es jetzt ein bisschen schwierig, weil hier entgegengesetzte Kurven aneinander kommen. Deswegen würde ich da auch mehrere Nadeln stecken, damit es nicht verrutscht. Lieber immer zu viele Nadeln als zu wenig. Und schon habt ihr den Ärmel drin. Wir machen mit dem Bündchen weiter. Das ist jetzt das Halsbündchen. Ich habe es einmal schon mal umgedreht. Wir hatten die ja vorbereitet. Und dafür dann links auf links legen. Und dann hier bei der Naht darauf achten, dass die Nahtenden aufeinander gehen. Und das kommt an die hintere Mitte. Also jetzt geht es darum, das Bündchen wird immer ein bisschen kleiner zugeschnitten als das Schnittteil, wo es dann reinkommt. Und jetzt müssen wir die Masse verteilen. Dazu stecken wir jetzt die Naht von dem hinteren Bündchen auf die hintere Mitte. Ein Trick, den ich immer mache, ist, dass ich dann so ungefähr die Hälfte nehme und es dann direkt schon auf die vordere Mitte stecke. Und dann können wir jetzt die Masse verteilen. Ne? Ihr seht hier, das ist ein bisschen kleiner. Jetzt muss man hier gleich ein bisschen den Stoff gleichmäßig verteilen, damit es nicht unschöne Raffungen ergibt. Und dazu könnt ihr wieder vordere und hintere Mitte aufeinander und dann hier auseinanderziehen, damit ihr den Punkt habt für die Schulternähte. Und jetzt ist wichtig, dass wirklich der Bruch gut ist, dass alle Kanten aufeinander, weil jetzt hier gleich drei Lagen Stoffe aufeinander genäht werden. Und da das Bündchen elastisch ist, kann man das hier jetzt ganz schön auseinanderziehen, damit sich das glatt legt. Und wirklich darauf achten, ne, dass alle drei Stofflagen, dass die Kanten aufeinander gehen und dann nichts verrutscht, weil das geht ganz leicht, dass dann die innere Lage von dem Bündchen sich wegzieht und es dann nicht mit eingefasst wird später beim Nähen. So, wenn das drin steckt, dann könnt ihr noch mal gucken, ob es sich alles gut gleichmäßig verteilt. Ansonsten könnt ihr noch mal an manchen Stellen neu zusammenstecken. Und wie gesagt, immer besser mehr Nadeln zu stecken, bevor euch irgendwas wegrutscht. Und das wird es, wir nähen jetzt einmal im Kreis. Ich fange mal hier an der Seitennaht an. Und bei dem Bündchen am Hals geht es noch relativ gut, weil das größer ist. Das heißt, es ist ein bisschen ein kleines Justieren unter dem Nähfuß. Weil normalerweise, wenn man eine Endkante hat, legt man den Stoff vor den Nadeln an und jetzt müssen wir einmal so ein bisschen reinschrägen, aber das kriegt ihr auch hin.
Und am besten langsam nähen. Und dann beim Nähen auch immer ein bisschen mitziehen, damit sich nichts rafft. Und wenn ihr dann am Anfangsstück angekommen seid, dann näht ihr einfach noch mal ein paar Zentimeter noch mal drüber und lasst es auslaufen. Und schon habt ihr euer Bündchen drin und es legt sich schön, ohne zu raffen. Genau, danach würde ich die Ärmel einnähen. Da seht ihr, ne, das ist sehr viel kleiner, das wird ein bisschen tricky, aber geht auch. Da, wie gesagt, einmal den Ärmel so von oben reinschieben, dass rechts auf rechts ist. Und hier die Seitennaht vom Ärmel mit der Naht vom Ärmelbündchen wieder zusammenfügen. Und einmal feststecken. Und dann würde ich auch wieder die Hälfte nehmen und das einfach erstmal so ziehen. Also es geht eigentlich immer ganz gut, wenn man wirklich so von innen dann mitzieht. Und dann würde ich mir erstmal an der Hälfte eine Nadel stecken und danach die Masse gleichmäßig verteilen. Dann würde ich davon wieder die Mitte nehmen. Und dann wieder hiervon die Mitte. Und so geht es eigentlich super schnell, die Bündchen einzustecken. Und auch wirklich langsam arbeiten, weil hier jetzt alles ein bisschen enger wird als bei dem Halsausschnitt. Der Ärmel drin. Und ihr könnt natürlich jetzt noch, also so wäre der Ärmel auch fertig, aber ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr eine Zwillingsnadel habt, wie eben auch an der Schulternaht, hier jetzt nochmal mit der Zwillingsnadel die Nahtzugabe schön glatt zu nähen und dann sieht das ein bisschen hochwertiger aus. Und so fahrt ihr mit dem Saumbündchen und dem zweiten Ärmelbündchen fort und dann ist der Pullover fertig.